Mein Bogen ist Nennt teuer. Mir eine Richtung. Ich kann nicht denen ja schon beinahe die ganze Geschichte überlassen, aber... Tor dann immer nicht. Wie soll er von der Seite kommen, ey? Hier sind Gott sei Dank nur One-Hits, aber... So, die selbe Nummer ziehe ich jetzt auf der anderen Seite ab. Denn wie erwartet, dann sind nur dasselbe nochmal da. Wieder ein Feueroger. Und wieder mehr Flitterviecher, als ich zählen kann. Beziehungsweise ich bin zu voll dazu, mehr zu zählen. Ja, die Orks haben sich schon längst erledigt. Sind wirklich nur noch auf die Flatterviecher an. Mein Bein ist eingeschlafen, was nicht gerade sehr günstig ist. Wo ist in letzter Zeit ständig passiert? Das ist nur, weil ich immer auf einer Arschbacke sitze. Irgendwie bin ich richtig gut. Mein Sitzfleisch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Einmal drehen, ohne sich in Kabeln zu verfangen. So. Da ziehe ich noch. Ja, so. Das wird Spuren hinterlassen. Da. Da. Den ganzen Scheiß ziehe ich nochmal auf der anderen Seite ab. Das letzte, was du je sehen wirst. Nicht schlecht. Kann ich das da auch welche platzieren? Ja, praktisch. Ich habe nur noch für 2 Geld, von daher. Das letzte, was du je sehen wirst. Gut, wegen Flitterviecher muss ich mir wahrscheinlich jetzt keine Sorgen mehr machen. Jetzt seid ihr dran. Lalalala. Ich hätte an sich auch die Weberin nehmen können, aber das hätte jetzt nicht unbedingt die Anzahl der Fallen vergrößert. Nicht die Barrikadenschrott, danke Jungs. Ist der tot, weil... Oh, guck mal, ein Ogre. Oh, guck mal, der vorne Ogre. Ein toter Ogre. Ein kleines Geschenk für dich. Und für dich auch. Nur für dich. Yikes. Ey, lauf mir nicht in die Barrikaden, Jungs. Mehr davon. Ich laufe natürlich immer nur rüber zu. Oh. Das wird gemein. Aber da ist ja ein Trank. Mehr auf den Sack. Okay. Ich
Oh, die Jungs haben schon ziemlich viele vom Himmel. Das war lustig. Die Fallen tun auch einen Beitrag dazu. Jetzt sind die Weberin dran. Weil ich jetzt die HP meiner Wächter erhöhen will. Ihr wisst am besten, was ihr wollt. Und meine HP will ich auch auffüllen. Nicht schon wieder. Ja, war klar. Sie haben eine Barrikade zerstört. Jetzt schrotten sie meine Barrikaden, die Arschlöcher. Ey, hört ihr mal auf, um mich zu schießen? Mein Ernst! Was für eine Sauerei! Jetzt, weil keine Barrikaden mehr sind, hält die auf nichts mehr auf. Oh. Das wird zu hart für meine Bogenschützen. Oh, was für eine Sauerei! Ja, wundert mich nicht, wo. Das Ganze allein hier Ende, ne? Das wird schief gehen. Erstmal hier da oben. Der Ogre ist weg. Mann. Das ging beinahe schief. Jetzt krieg ich eine Attrappe. Toll, noch ein nützliches Item in meiner Sammlung. Oh, so nutzlos. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich weiß gar nicht, welcher Dungeon jetzt kommt. Das Schlachtfeld. Die Orks tanzen also nach dem Ding dieser Frau, das Orks tanzen lässt. Auch ich kann Orks tanzen lassen. Und mit Tanzen meine ich sterben, wenn ich sie mit meinem Klingenstab ketzle. Ja, hier haben wir echt das volle Programm. Jetzt haben wir auch gepanzerte Ogre dabei. Die hatten doppelt so viel aus wie die normalen Ogre. Und natürlich Feuer-Ogre. Was mir nicht besonders gefällt. Außerdem besteht immer so eine 50-50-Chance, dass die Barrikaden hier am Anfang alle schrubben. Gnolljäger sind auch dabei, also wir haben eine Menge zu tun hier. Und die Jungs stören mich immer noch am meisten. Aber meistens rennen die an meinen Barrikaden vorbei und laufen einfach in die Richtung, in die ich sie haben will. Gut, natürlich. Das und das. Das. Oh Mann. Das ist nicht sehr schön hier. Habe ich eine andere Wahl? Ich will sie immerhin ja alle kriegen. Gut, das Schlachtfeld ist ein sehr großer Level. Mit sehr vielen Eingängen, die ich zumachen muss. Aber nur auf einer Seite zumachen muss. Auf jeden Fall verbrauche ich am Anfang eine Menge Mana, nur damit ich die Barrikaden aufstellen kann. Das wird Ihnen gefallen. Das wird klasse. Das wird Sie überraschen. Etwas Feines für dich. Gut, jetzt noch die Weberin. Fangen wir an. Die Weberin ist jetzt sehr wichtig. Ihr werdet zurückkommen. Da werde ich zurückkommen. Aber ich will mir sicher sein, dass ich in der Zeit nichts vergesse.
Ja, das muss es erstmal tun. So, tauchen sowieso erstmal nur auf dieser Seite auf. Sie brechen durch! Die meisten haben Schilde dabei, was mich nervt. Allerdings sehr praktisch, sie laufen immer nur an den Außenseiten. Das heißt, ich kann sehr gut meine Pfeilwände und alles verwenden. Sie kommen beim ersten Mal noch recht weit. Allerdings hier. Schluss, Jungs. Gut. Jetzt brauche ich die Barrikaden hier. Ja, stellen wir eine auf. Wo ich gleich was Effektiveres da haben werde. Hier können nämlich super gut ganz, ganz viele Schwungquallen hin. Dass ich mich später nur noch um eine Seite kümmern muss. Und zwar eine ganze Seite. Das war sehr praktisch. Und jetzt sind die Orkmengen auch viel, viel größer als anfangs. Ich habe Energie. Können wir sich vertragen, ja. Wenn ihr aufhört, mich zu hauen, bestimmt. Ja, so wird das leider nichts. Laufen sie an mir her, wie mir heute wild geworden ist. Wie kommt es, dass ihr noch nicht tot seid? Geschüttelt und gerührt. Voll in die Fresse. Außerdem erstochen. Jut. Willst du meine unermesslich große Horde bis zum Ende deiner Tage bekämpfen, Wurm? Füge dich mir! Oh, bitte nicht noch mehr, Orks, gruselige Frauenstimme. Ich hab doch gar keine Chance. So tapfer wie töricht. Aber auch du bist am Ende genau wie Oho, ganz schön prahlerisch für jemanden, der sich hinter einem Haufen dummer Orks versteckt. Dein Orgel hält dich schon seit Jahren, Kind. Und ich kenne ihn. Ich gehörte ihm einst an. Was? Wo? Oh. Der ist weggekommen. Na egal, es ist extrem schwierig, diesen Level perfekt zu schaffen. Ich gebe mir nicht mal Mühe. Gut, jetzt als erstes mal hier dicht machen. Mann, ich hoffe, es wird niemand verletzt. Ach nein, tue ich nicht. Und hier. So, fürs erste genügen. Ich habe zum Meer noch nicht wirklich Kohle. Was sehr unpraktisch in diesem Spiel ist, es wird einem einfach nicht angezeigt, was als nächstes kommt. Du wurdest so lange belogen, Wurm. Kein Wunder, dass du die Wahrheit nicht erkennst. Gut, der erste ist schon tot. Der zweite auch gleich. Wir werden gut und gerne mal verabschiedet wie hier. Oh, wir sind so schnell tot, das ist so schön. Aber ich muss mich erstmal um diese Seite kümmern, damit dann wirklich niemand mehr durchkommt. Das wird nicht unbedingt angenehm. Ich bin ja so gemein. Das wird Spuren hinterlassen. Oh ja, es glaubst doch nur du, Kobold. Ganz viele Remi-Demi nur wegen diesen blöden Kobolden. Aber die Kobolde verhauen uns einen wirklich gerne mal. Ich wette nur auf die Suicider. Es kommen nicht wirklich viele hier durch. Hm, doof. Ich habe die Schwungquelle ein bisschen doof gesetzt. Mit ein bisschen richtiges Timing schwingen die nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Obwohl das jetzt eigentlich ziemlich scheißegal ist. Wer hier durchkommt, ist ein Ogre oder ein Gnoll. Und fertig ist die Laube. Und das ist keiner von denen, praktischerweise. Ich mag das hier. Gut.
Jetzt muss ich kurz zurück und noch einen kleinen Eingang ausmachen. Nämlich den hier. Damit sie sich nicht in die falsche Richtung verdämonisieren. Das Dumme an den Knollen ist nur, Sie haben eine Barrikade zerstört! Das brauche ich jetzt echt nicht. So, ihr Knolle. Ich stelle hier aber ganz schnell Bogenschützen auf. Zumindest zwei. Ja doch, eher drei. Es geht mir auf den Sack. Ständig machen sie Barrikaden, ihr Schrott. Also durchkommen ist klar. Warum der noch ein Schild hatte? Arschlöcher! Ich hätte jetzt über 5000 haben können, aber nein, sie müssen die Balkan ja jedes Mal schrotten! Sie haben sie wirklich restlos beseitigt, beinahe. Okay. Es wird richtig wehtun. Dass ich ein paar reparieren muss, ist normal, aber die komplett ersetzen zu müssen, das nervt. Wartet. Okay, das war jetzt eine Standardreaktion. Wand aufstellen, sobald man merkt, dass irgendwer vorbeikommt. Hurensöhne! Kommen eh keine von denen mehr. Was? Kotzt einen an! Ich hab keinen Bock hier Fallen aufzustellen. Ich hab gar keinen Mana dafür. Dem leckt das ständig wegen der Aufnahme. Was für ein Spaß. Was glaubst du, was du da machst? So langsam, ne? Ich werde aggressiv hier. So. Das wird zwar bestimmt nicht reichen, weil ich die andere Seite jetzt nicht mit Barrikaden ausgestattet habe, aber ich mache die eh wieder Schrott! Boah, geht mir aus dem Weg! So, Jungs, also hier durch, ja? Diesen Dungeon. Na! Dann krieg ich das nicht hin.
Griff wie ein Leck, ich konnte nicht richtig zielen. Ah! Gut. Sie meinen, Sie müssen unbedingt hier durch? Sollen Sie es mal versuchen. Ich vermine Ihnen die Stelle so sehr, dass Sie sich wünschen, Sie würden es niemals mehr wagen. Gestellt und erledigt. Sieh mal, ob das passt. Tanzen Tango für mich. Ich bin mal gespannt, wie Sie es anstellen wollen. Es hat anfangs geklappt. Es ist ein bisschen schade, dass es jetzt nicht mehr klappt. Das mit dem nur zur Hälfte ist mir doch wurscht. Kann ich das ja in dem Zwischenraum wieder wegnehmen? Bring mir mehr Kohle ein. Gut. Zu langsam. Ja, es war klar, hier schon wieder. Kotz!